Ja, Leute, wir sind auf dem Weg nach unten. Ist ja lustig. Wie man in einem Fallout-Spiel einfach mal Leiter verwenden kann, das ist für mich immer noch irre. Vor allem rutscht er hier runter. Total genial. Wow. Findet man die Leichtpistole und die ganze Munition aus einem bestimmten Grund? Steht da irgendwas zu? Fünf Schaden. Vielleicht ist es da einfach so düster. Muss ich jetzt darin fallen? Naht schon so komisch da unten. Ah. Komm ich hier raus? Okay, warte mal, ich muss mal ganz kurz was gucken. Okay. Ah, ja. Nicht abstürzen. Oh. Hä? Warum heißt das Ding Leuchtpistole? Ah! Ah! Also Flair ist bei mir was anderes, aber ist das eine kleine Nagelpistole? Okay. Ihr könnt ja damit mal Shelly dem versuchen. Sie ist ja extrem leise, ja? Packen wir das mal auf 3. Sprudelwasser. Ach nee, doch nicht. Ich glaube, den Fährmann, den hat man schon mal in diesen Trailern gesehen, ne? Wie der mit eben ins Boot steigt. Günstiger Wunderkleber. Eine Rüstungswerkbank, cool, aber da fehlt mir. Ich habe noch keinen Punkt investiert in Dings. In Rüstungsschmied. Jetzt müssen wir irgendwie was loswerden. Komm hier, Quatsch alles, ey. Geschützte Metallrüstung. Hier unten durch? Nee. Ja, würde ich gerne machen. Bringt uns, glaube ich, nur nichts. Oh, guck mal. Pip-Boy? Standard. Vielleicht kann man da noch was freispielen. Sichtbare Gurte. Aber warum? Material. Okay. Das ist ja nur komplett egal. Ich habe gedacht, man kann den vielleicht noch vergrößern oder so. Vielleicht kann man es ja auch, wenn man einfach besser ist.
Sperre lösen. Okay, ist klar. Oh, ich kann schon wieder nicht hauen. Ja. Das ist also Sushi. Ah, okay. Oh, da liegt er. Oh, Sushi ist cool. Sushi hätte ich gerne als Begleiter. Since you came to my rescue, I'm guessing you're a friend. Wie läuft's hier unten? Oh, I did wonder how long they'd leave me to fend for myself. Now I need to recover. Here, take this. The breach is right next to a load-bearing pillar. The whole tunnel needs sealing. Once it's blocked and the district's clear, take the utility route up to the market. Okay. Ich hoffe, wir treffen uns dann oben. Aber ist auch cool, was die so rausgeholt haben, ne? Einfach nur krass. So, wir müssen jetzt da runter. Ist hier noch so los? Ist hier noch was zu holen? Original verschweißter Wunderkleber. Das hört sich gut an. Ich glaube, wenn die hier so massig rumliegen, ist das nichts Besonderes. Plutonengebräu. Dienstgewehr Plus. Ist das ein bisschen verbessert? Ich würde ja schon gerne mal mit schießen, aber... Ach, den Berserkerköhe haben wir ja auch noch in der Tasche, aber der wiegt nichts. Den können wir guten Gewissens mitnehmen. Ist okay, ist ja egal, welches man hat. Was ist das hier eigentlich? Eine Lee Enfield oder was? Nee. Aber sieht so aus. Ah, passen nur 5 Schuss drin. Hm, komisch. Eine Lee Enfield passt doch 10 Schuss. Da hinten backt schon irgendwas rum. Oh, guck mal. Hier. Ah, ein Proteinpaket ist das. Ich habe gedacht, ich habe ein Dings gefunden. Eine Ausgabe für irgendwas. Hm, in Ordnung. Also ich glaube, das hier ist jetzt nicht so das Richtige. Was ist hier nur so los? Hier? Was hier alles so rumsteht. Bisschen störst du mich, Herr Churchill. Nur so ein bisschen, aber ich reiß mich zusammen. Au! Ja! Au, 2. Ich glaube, hier irgendwo reinzugehen, brauche ich nicht weiter versuchen. Nein! Wasser trinken, ja. Das ist jetzt mein Bedürfnis, was ich habe. Leute, wir hatten das hier mit der Legalisierung erfahren.
Hältst du nichts von? Ah, lass sie mal machen. Das sind harte Zeiten. Oh, wir sind gleich am Ziel. Oh, jetzt geht's in die Pfütze. Also ich werf nochmal was ein. Wir haben's ja. Wir haben's ja. Relax. Der hat uns ja auch noch ein bisschen was geschenkt. Aber es erinnert mich trotzdem an Metro, ne, wo man auch diese, diese Tunnel verschließen muss, damit auch keine Mutanten mehr rinkommen und die Station gerettet wird. Sprengstoff platzieren. Ich möchte mich mal ganz kurz uns eure Pilzfarm hier angucken. Mhm. Ist das vielleicht hier so Düngemittel? Oh. Lass dir doch nichts erfolgen. Platziere Sprengsatz. Lauf. Okay. Oh. Der Churchill wird ja wohl mitkommen. Hätte ich ihm das nochmal extra sagen sollen? Guck mal hier. Ah, hier sollen wir wirklich lang. Krass. Das wäre eine Rüstungsbank. Oh, Waffen. Vielleicht können wir hier was tun. Ein Kampf. Da ist er wieder, meiner. Wir müssen hier irgendwie nochmal viel kurz erschlagen. Kommen wir nicht mehr hoch. Das ist doch kacke. Ihr könnt doch nicht sagen, ich bin im Kampf. Immer noch? Guck mal, ist gleich weg. Speichern wir schon? Stellen. Was? Nein. Herstellen. Können wir dann am Dienstgewehr was machen? Abgestimmt. Leichter Rahmen. Kalibriert. Gehärtet. Gehärtet Helm hat rein. Vorrückend. Boah, wie viele Punkte wir da reinstecken müssen. Ja, dann bauen wir wenigstens gleich noch ein bisschen Schrott ab. Schallgedämpft. Jungle Carabine. Kurz. Super kurz. Nee, das hat man so. Schon okay. Halbe Kugel? Ach, guck mal. Hier ist zum Beispiel dann falsch übersetzt, ne? Wangenpolster. Oh, ist ja ein Wangenpolster aus Holz. Das ist bestimmt auch richtig angenehm. Umhüllung. Wenig Klebeband, etwas mehr Klebeband. Was macht das? Noch etwas mehr. Genug Klebeband. Was tut das? Wir haben ein bisschen Klebeband. Wir können ja mal etwas mehr Klebeband dran machen. Ist ja geil. So, dann hätte ich gern schon irgendwas mit Visier, ja? Okay. Einfach mal ein paar Schrauben loszuwerden. Das ist so komisch, dass man jetzt einfach nur den Fährmann da liegen lässt. Also ging sehr schnell halt so, oder? Nicht nochmal schauen nach dem Fährmann. Oder dass er auch was gesagt hat, er versucht hier gleich rauszukommen irgendwie. Ein Kind? Oh. Hi there. Scheint ein schöner Tag zu sein. Fühlst du dich besser? I'm
just thinking about the National Gallery. So many wonderful works of art left to the ravages of time. Das ist ein typisch kindlicher Gedanke. Is everything a joke to you? There are masterpieces locked in that gallery. I suppose you're right. But what are we surviving for if not to live in a beautiful, wonderful world? I don't suppose you know of the famous work, the Cerulean Meadows? Ah. Bin Profi. You didn't strike me as an art lover. But any who love the arts would be familiar with this piece. The Cerulean Meadows is truly a spectacle. Fields of azure in every hue. If in your wanderings you happen to peek into the National Gallery, well, anything that I have, and... Sollen wir ihr das Ding jetzt bringen? Finden Sie das Gemälde für... Okay. Ja, warum nicht? Oh, hallo. Das war überhaupt nicht gruselig. Ich hab selber über... Oh nein. Achso, so eine Tür ist das. Überhaupt kein Schimmer von Kunst, ne? Da vorne so mal Tag, I'll take my family to see the surface. One day. One day. It's always a pleasure to see you. Na klar. Ich möchte jetzt mal einfach mit irgendwem handeln. Now, what can I whip up for you? Pilzpizza. Specialty shroom pizza here, if you want to try something new. No, typical human. Hopefully the ferryman will get us some mittenlurk eggs soon. They're delicious. Ich soll mit der Pizza irgendwo zurückkommen? Ich hab... Hello. Welcome to the Flying Dutchman. Du bist ein hässlicher Wichser. Das kann man auch mal ganz freundlich sagen, ja? Schade, dass das keine Charisma-Probe ist. Seems we have a comedian Drylander in our midst. Go fuck yourself. Here, have a look for yourself. War gut. Magst du meine Bohnen kaufen? Oh, habt ihr gesehen, was unser Rippchen wert sind? 26 Tickets! Aber ihn kann man nichts weiter verkaufen. Ich will zu einem richtigen Händler. You are my bride and joy. Ihr müsst hier doch einen Waffenhändler haben, Leute. Karl. Karl? Not sure if I'll ever get over seeing a human around. Entschuldigung, bitte. Na, dann quatschen wir hier mal mit Kalita. Die eigentlich Rachel heißt. We all heard the explosion. Since you're alive, I'm guessing thanks are in order. The Thames folk are grateful. Thank you. Now, about this underground lab. We had a human boy, Archie, living here for a time. He gave me those construction papers. As a gift. Before you ask, he's already moved on. You see, some of the Thames folk. No, that's a lie. Most weren't happy with a human living down here. Archie left before there was too much bad blood. The ferryman should know where he went. He was the one that brought the boy here in the first place. Dr. Webb's with him in the infirmary. He sends his regards.
Ja. Stimmt ja. Deswegen sind wir oben hier. Thanks again. Tell Archie I said hello. If you find him. Tell him I'm sorry things didn't work out. Is there anything else you needed? Nö. Noch. Naja. Let's go away. We're people. It's just not you. Ach so, okay. If you need anything else, just ask. Einfache Erklärung. Let the surface dwellers kill each other. We'll be safe here. Die Toilettenregel muss eingehalten werden. Look at this stuff. Isn't it neat? Oh, your kind does have two eyes, right? Ist irre, ist wirklich gut gestaltet. Kann man nicht anders sagen. So, wo ist denn jetzt der Doc? Wo hat er denn hier seine Station? Wer sind Sie? Alan Lewis. If it isn't our hero. Ja? Ja, ich bin es. Wer ich? Of course. The brave soul who helped the ferryman. I lost a lot of weight, you see. Mainly by cutting Lino's pizzas from my diet. And so I want you. No, I need you to help. Eh? Ich weiß nicht, ob ich dafür der Richtige bin. About that human. It's not exactly the fashion capital of the world down here. Hey. Good. I need something fashionable, something humans wear, but I don't want you stealing. The ferryman said there's an abandoned laundrette in Greenwich. That would be a good place to look. Ah, okay. Oh, thank you. They call us Sea Devils. Heilige des Stils. Da waren wir so ja schon drin, der Waschsalon. Monsters. Hier stand doch gerade einer. Wo ist der denn jetzt hin? Verarscht mir doch alle. Ist hier noch was los? Kann ich hier noch was kaputt machen? Fäustlinge. Ja, ich müsste hier auch mal den Perk Tierfreundschaft lernen. Schön lustig, mit so einer kleinen Schabe zu reden. Da. Oh, das große grüne Kreuz. Ganz einfach. Hey there, Wayfarer. Need any medical help? Chems. Die brauchen mir ein bisschen zu lange. He's in the last bed towards the back of the infirmary. Bless him. Okay. Ja, wir können ja ein bisschen handeln. Ich hab. Oh, guck mal, sie nimmt wieder alles. Und dann. Das Ding brauche ich hier, glaube ich, auch nicht. Hier, bitteschön. Das kann ich dann auch abgeben? Ich habe ja jetzt mehr Schaden und ein richtiges Gewehr. Alter, wie viel das wiegt. Bitte. Schnellabzug. Da. Den Billardkö. Und dann auf jeden Fall. Ja, aus dem Bourbon will ich noch irgendwas Räudiges brauen. Was ist denn mit Drogen und so? Ja, das könnte eigentlich nochmal extra aufgeführt werden. Fliegt ja alles unter Hilfsmittel mit. Das stellt 400 Trefferpunkte wieder da. Das ist wie die Dings-Cola hier. Quantum. Nee.
Willst du mir sagen, ich habe jetzt keine Drogen mehr, die ich verkaufen kann? Denn halt nicht. Sind die was wert? Nö. Wiegen nur eine Menge. Irgendwer will die bestimmt haben. Ich habe da so ein Gefühl. Okay. It's the Thames calling to us. Need help? Eigentlich geht's mir gut. Hä? Take care. Ich dachte, ich soll den auf mein zweites WWchen ansprechen. Entschuldigung. Hier den Kopierungseimer ein bisschen durch die Gegend geworfen. It's good to know that at least once in a while I can rely on the help of a stranger. You have my thanks. Rachel told me about your predicament. Oh, I pity you. If one has no past, then through what lens are they to view the future? If there's any way I can help you, any information I can give you, I will. I've met many people in my travels along the Thames. I know quite a few Smiths, though. Not much. Only what the boy told me. He woke up in another lab, like you. Except he remembers how he got there. I didn't press him for details. He seemed shook up about it. Understandable. I didn't know where else to take him. I thought he'd be safe down here. I was fishing one night on the north side of the Thames. That's when he found me. I came running down the steps to the embankment. Oh, I'd never met him before. He was being chased by, oh, I don't know, I think they were soldiers. I didn't recognize their uniforms. They weren't the Tommies or the Fifth Column, but they were well equipped. We got away by the skin of our teeth. It's good fortune that my boat was ready to set sail. I took him east to a settlement in Rotherhithe. Near that crashed plane. Last I heard, they were facing problems of their own. Not too dissimilar to Tim's Haven's tribulations. These are dark times for our people. Archie may still be there. I hope he is. For your sake as much as his. I hope so. A lot of the Thames folk settlements I've made contact with in the past few months have reported some kind of infestation. Ah, oh, midden lurks, leeches, pig rats, you name it. If it's not a coincidence, things are worse than I thought. Okay. I'd take you there myself, but I... Arztanweisung. Zugänglich? Verwirrt mich jetzt, also. Ah, wir haben Level Up. Genau, das wollen wir ja machen, aber das habe ich auch drin. Ich habe gedacht, das kann ich hier klären mit dem Doc. Mit Dr. Webb. Can I help you? Let's take a look at you. Ah ja, das ist ja nur dieses Standardheilen, ne? Take care. Ja, okay, alles klar. Und ich lasse nicht für 8 Tickets ein bisschen Strahlung entfernen. Da bin ich noch zu knauserig.
Ich find's ganz gemütlich hier unten. Oh, sorry about that, human. Nee, war meine Schuld. Komm ich denn jetzt raus? Wurde mir da gerade noch so schön angezeigt. Vielleicht, das mit unserer Heilung, das finden wir ja vielleicht durch Zufall dann, wa? Gehe ich mal stark von aus. Aber da sind wir ja schon ganz schön handicapped. Also es wäre schon cool, wenn wir das irgendwie in naher Zukunft machen. Dum, da, da, dum, dum. Da wäre gespannt, was dahinter steckt, so. Dass man uns so in Labore großgezogen hat. Aber er muss ja denn gefangen genommen worden sein. Oder als Kind aufgewachsen vielleicht auch. Ah, jetzt bin ich wieder hier? Warum das denn? Nee, das kann nicht sein. Das macht doch gar keinen Sinn. Warum kann ich denn keinen offiziellen Ausweg nehmen? Verflucht. Nee, das ist doch kacke. Sie ist jetzt auch hier. Die Rachel, das muss ja hier irgendwie einen richtigen Ausgang geben. Dass sie halt die Haupttore für uns wieder aufmachen oder so. Na gut, Leute, ich muss sowieso los. Ich muss die Kinder einsammeln. Ich versuche hier noch kurz einen Ausweg zu finden. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, dass wir Archie irgendwo auftreiben. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Haut rein. Oh, vielleicht hole ich mir noch eine Pizza.